Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Annika Bühnemann. Ich bin die Gründerin vom Blog vom Schreibenleben.de und auf diesem Kanal verrate ich dir Schreibhandwerkstipps, Marketingtipps und alles, was du wissen musst, um als Self-Publisher, als Autor durchzustarten, egal ob mit Verlag oder Self-Publishing. Ich behandle hier immer beide Kategorien. Und heute geht es mal um das allgemeine Thema Marketing. Denn ich weiß selbst aus Erfahrung, dass man sich am Anfang sehr häufig fragt, wenn man den Self-Publishing-Weg einschlägt, wie kann ich eigentlich Werbung für meine Bücher machen? Das gilt auch für Autoren im Verlag, weil es wird immer mehr notwendig, dass sich Autoren auch selbst so ein bisschen um die Vermarktung ihrer Bücher kümmern, sich darum kümmern, eine Facebook-Seite beispielsweise aufzubauen und so weiter. Und heute möchte ich euch einfach mal ein paar Sachen vorstellen, ein paar Kategorien vorstellen und Möglichkeiten, um eure Bücher zu bewerben. Ich möchte anfangen mit einem Thema, das noch gar keine Marketingmöglichkeit ist, sondern sich erstmal um die generelle Einstellung dem Verkaufen gegenüber handelt. Und zwar finde ich es ganz wichtig, als oberstes Ziel, als oberste Maßnahme im Grunde, sich auf die Fahne zu schreiben, nicht unheimlich reich werden zu wollen oder 1 Million Bücher verkaufen zu wollen, sondern ich nenne es mal, dem Leser zu dienen. Egal, ob es jetzt um Sachbücher oder um Romane geht, der Leser muss im Mittelpunkt stehen. Dein oberstes Ziel, euer oberstes Ziel sollte es sein, dem Leser eine gute Zeit zu bereiten oder auch ein Problem zu lösen, das der Leser hat und wirklich die ganzen Marketingaktionen immer auf die Zielgruppe sozusagen, auf den idealen Leser zu schneidern. Erstens ist das gut, weil man dann genau weiß, wen man vor sich hat oder haben will, wen man mit seiner Werbung überhaupt ansprechen will. Und zweitens ist es einfach eine viel bessere Herangehensweise im Business, wirklich auch groß zu denken, etwas Gutes in die Welt geben zu wollen und nicht auf das schnelle Geld aus zu sein. Damit ist man als Autor sowieso schnell auf dem absteigenden Ast. Es geht um das große Ganze. Setz dir als oberstes Ziel, dem Leser zu dienen und deine Leserschaft aufzubauen und nicht unheimlich viel Geld verdienen zu wollen. Bevor wir mit den Marketingmaßnahmen starten, habe ich noch einen zweiten Tipp für euch. Und zwar schaut euch erstmal an, was andere Autoren machen. Idealerweise, was andere Autoren, die Bücher schreiben, die so ähnlich sind wie eure, machen. Sucht euch also beispielsweise mal Bücher raus, die in den besten Listen ganz vorne sind und schaut euch an, wie sind die Titel gewählt? Was für ein Cover haben die häufig? Welche Farben dominieren? Welche Kategorien sind bei Amazon oder auch in den anderen Shops angegeben, worunter sich diese Bücher finden lassen? Sind das Autoren, die schon viele andere Bücher veröffentlicht haben oder sind auch Leute dabei, die jetzt erst frisch reingekommen sind? Was machen die für Marketingmaßnahmen? Findet man die auf Facebook? Findet man die auf Twitter? Findet man die auf Instagram? Haben die eine Webseite? Wenn ja, wie sieht die Webseite aus? Haben die einen Verlag oder haben die keinen Verlag? Wie benehmen die sich im Internet? Man kann sich diese ganzen Sachen, alles was mit der eigenen Online-Existenz sozusagen auch zu tun hat, von anderen auch so ein bisschen nicht abschauen, aber so zumindest schauen, was die anderen machen, um sich inspirieren zu lassen, was man selbst tun kann, um selber aber auch authentisch zu bleiben. Es ist ganz, ganz wichtig im Marketing, dass man authentisch bleibt und wirklich auch das rüberbringt, wohinter man auch stehen kann und nicht das, was jetzt gerade gut läuft. Wenn jetzt gerade beispielsweise, ich sag mal, keine Ahnung, Kochbücher gut laufen und ich 3 Rezepte zufällig kenne, dann macht es keinen Sinn oder dann ergibt es keinen Sinn, dass ich jetzt auch Kochbücher raushaue, obwohl ich gar nicht koche, gar nicht kochen kann oder gar nicht kochen mag oder überhaupt nicht dafür stehen möchte, kochen zu können, sondern man muss überlegen, was passt zu meiner Situation, aber in diesem abgesteckten Feld, was wird schon von anderen gemacht, was funktioniert gut und wo kann ich vielleicht mal mich inspirieren lassen, auch bei welchen Personen, sucht euch auch gerne ein paar Personen, die ihr sehr inspirierend findet, die euch motivieren, die Vorreiter sind und schaut, was die machen und wie ihr das zumindest nicht nachmachen könnt, aber was ihr für euch davon mitnehmen könnt. Wir fangen jetzt schon mit der ersten Marketingmaßnahme an. Die eignet sich insbesondere für Sachbuchautoren bzw. für non-fiktionale Literatur. Und zwar ist das die gute alte E-Mail-Liste. Bestimmt, wenn ihr euch mit Online-Marketing schon auseinandergesetzt habt, hängt sie euch vielleicht sogar schon zum Halse raus. Aber ich kann nur wiederholen, die E-Mail-Liste ist ein funktionierendes Instrument, das in keiner Marketing-Auflistung fehlen darf. Was ist eine E-Mail-Liste? Eine E-Mail-Liste ist einfach zum Beispiel eine Newsletter-Liste, irgendeine Art von Liste, wo E-Mail-Adressen gesammelt werden. Meistens passiert das auf Webseiten, das heißt, wenn du zum Beispiel Sachbuchautor eines Buches bist über, keine Ahnung, Bekämpfung von Depressionen, dann hast du vielleicht eine Webseite, auf der Leute, die das Thema interessiert, Informationen finden, die sie interessant finden und du bringst sie dazu, sich in deinen
Du bringst sie dazu, sich in deinen Newsletter einzutragen und sie müssen dafür natürlich ihre E-Mail-Adresse angeben. Und wenn du das ein bisschen geschickt anstellst, dann kannst du einige 100 bis 1000 Leute auf einer so einer Liste haben, denen du dann dein Buch anbieten kannst und dementsprechend, kannst du dann über deine Liste auch dein Buch verkaufen. Gewinnspiele. Gewinnspiele sind ein Marketinginstrument, das sehr häufig genutzt wird und das einen sehr kurzfristigen Effekt haben kann, durchaus, es sind sehr guten sogar, aber langfristig natürlich nicht das richtige Ziel erreicht. Ich sag mal so, wer ständig seine Bücher verschenkt, der verkauft natürlich nichts, weil die Fans immer wieder auf die nächste Gratisaktion warten und das Buch nicht kaufen, wenn es zum Beispiel auch nicht zum reellen Preis da ist, sondern immer nur warten, bis es vergünstigt wird. Am Anfang meiner Schriftstellerkarriere habe ich mein Buch eigentlich regelmäßig alle 6 Wochen oder sowas für 99 Cent angeboten. Und ich habe wirklich gemerkt, dass die Leute schon darauf gewartet haben, wann denn das nächste Mal wieder eine 99 Cent Aktion kommt und das Buch gar nicht mehr gekauft haben zum regulären Preis. Das kann natürlich ordentlich nach hinten losgehen und deshalb solltet ihr euch gut überlegen, ob ihr Gewinnspiele macht, ob ihr sie vielleicht seltener macht, als ihr machen wollt. Ich würde empfehlen, nicht jeden Monat irgendein Gewinnspiel zu machen. Natürlich bringt es euch Aufmerksamkeit, die ist aber meistens nur sehr kurzfristig und auch die Verbindung derer, die am Gewinnspiel teilnehmen, zu euch ist meistens halt sehr gering. Die wollen einfach nur den Gewinn abgreifen und fühlen sich euch meistens nicht so verbunden. Legt lieber den Wert darauf, eine ernsthafte Beziehung zu euren Lesern aufzubauen und wirklich die Leser für eure Geschichten zu begeistern und nicht für euren Gewinn, den ihr gerade raushaut. Thema Preisaktion. Meistens gehen ja Gewinnspiele insbesondere mit einer Preisaktion einher. Man kann sie aber natürlich auch ohne Gewinnspiel machen. Preisaktion bedeutet einfach, einen anderen Preis anzugeben für eine gewisse kurze Zeit, als das regulär der Fall ist. Beispielsweise für 99 Cent ein E-Book oder was auch immer. Beachte dabei in Deutschland das Buchpreisbindungsgesetz. Das heißt, in Deutschland ist es so, dass jedes Buch an der Endverkaufsstelle den gleichen Preis haben muss. Das heißt, jedes Buch mit der gleichen ISBN-Nummer. E-Books und gedruckte Taschenbücher haben verschiedene ISBN und deshalb können sie auch verschiedene Preise haben. Nur deshalb ist es möglich, dass ein E-Book 99 Cent und ein Taschenbuch 10 Euro kostet, als Beispiel. Wenn ihr eine Preisaktion macht, achtet also darauf, dass das Buch sowohl bei Amazon als auch bei Thalia, Weltbild, Hugendubel, Bücher.de und so weiter an allen Stellen, wo euer Buch erhältlich ist, muss es den gleichen Preis haben. Halt für eine kurze Zeit, beispielsweise eine Woche oder sowas, gibt es das dann für weniger Geld. Das kann auch kurzfristig einen sehr guten Effekt haben und kann man ab und zu tatsächlich mal als Marketinginstrument gezielt auch einsetzen. Blogtouren und Kooperationen bzw. Leserunden. Blogtouren sind ja quasi, ich möchte sagen, fast sowas wie Leserunden in den Blogs verteilt. Ist nicht ganz richtig, aber könnte man so machen. Blogtouren heißt einfach nur, man sucht sich ein paar Blogs, mit denen man zusammen etwas auf die Beine stellen will. Ich sag mal jetzt 5 Blogs. Schreibt sich mit den Bloggern, schreibt die Blogger an, spricht sich mit denen aus und organisiert so eine kleine Tour, sodass zum Beispiel jeden Tag auf einem anderen Blog etwas über das Buch, was jetzt gerade beworben werden soll, veröffentlicht wird oder etwas zu dem Thema veröffentlicht wird. Das hat früher ziemlich gut funktioniert. Mittlerweile gibt es einfach zu viele Blogtouren und meine persönliche Erfahrung ist, dass das mittlerweile nicht mehr so häufig gesehen wird und nachgelesen wird und so. Die Idee dahinter finde ich immer noch gut. Man muss nur langsam so ein bisschen kreativer werden, was die Umsetzung angeht. Und bei Leserunden ist es der Fall, dass Leserunden sehr selten wirklich zum Verkauf von Büchern dienen. Also fast nie, weil bei Leserunden ist es ja so, man stellt normalerweise freie Exemplare zur Verfügung und geht dann mit den Leuten, die diese Bücher gewonnen haben, liest das sozusagen zusammen, wobei jeder für sich meistens in seinem Tempo einfach liest und bespricht dann die einzelnen Kapitel. Die Leser geben Feedback zu der Geschichte und am Ende geben sie ihm meistens auch eine Rezension. Das heißt, Leserunden sind ganz gut, um Rezensionen zu bekommen, weniger um Bücher zu verkaufen, aber auf jeden Fall, um seinen Leserkreis zu vergrößern. Allerdings ist es eine Illusion zu denken, man verschenkt zum Beispiel 10 Bücher und trotzdem sind 20 Leute teil, weil sie einfach die Geschichte so toll finden. Das klappt meistens nicht. Und das Überangebot anderer Leserunden, wo sie ja noch kostenlos Bücher abgreifen können, ist dann auch meistens zu groß, als dass sie dann bei einem selber bleiben. Das heißt, da muss man mit dem Gedanken auf jeden Fall rangehen, dass man hier hauptsächlich Leute bedient, die einfach schnell kostenlos irgendwie ein Buch abgreifen wollen. Es sind selten Leute dabei, die gezielt nach bestimmten Leserunden suchen, aber auch da möchte ich jetzt keinen
keine Pauschalisierung machen. Natürlich gibt es auf beiden Seiten solche und solche. Facebook-Gruppen und Facebook-Anzeigen. Es gibt unzählige Facebook-Gruppen, in denen man Werbung machen kann. Inwieweit das hilfreich ist, ich möchte eigentlich da nichts Konkretes zu sagen, weil ich selber nur ein oder zwei Bücher reell versucht habe, mit Facebook-Gruppen zu bewerben und der Erfolg wirklich sehr mäßig war. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich dort potenzielle Leser tummeln, die tatsächlich reell an Büchern interessiert sind, sondern dass sich dort ganz viele Autoren natürlich tummeln, die sich gegenseitig die Werbung um die Ohren werfen. Und kann man machen, kann man einfach so als einen weiteren Punkt auf seiner Marketingliste mit hinzufügen, wenn man die Zeit und Lust hat. Ist aber nichts, wo man jetzt sofort Millionen von Büchern mitverkauft. Bei Facebook-Anzeigen kann das anders aussehen. Insbesondere bei der non-fiktionalen Literatur sind Facebook-Anzeigen sehr, sehr wirksam sogar, wenn man sie ein bisschen klug anstellt. Natürlich ist es auch da so, eine schlechte Anzeige bringt halt keine Verkäufe. Das ist halt so, eine gute Anzeige dafür bringt sogar sehr viele Verkäufe mit nur wenig Geldeinsatz. Je nachdem, wie gut also eine Anzeige aufgebaut ist, desto besser wird natürlich auch das Ergebnis sein. Das geht sowohl für Romane als auch für Sachbücher, wobei Sachbücher meistens etwas leichter zu bewerben sind, weil sie einen reellen Nutzen auch vermitteln und versprechen. Und man doch meistens eher etwas ergebnisorientiert einkauft. Wobei, wie gesagt, es gibt genug Werbebeispiele, wo auch ein normaler Roman beworben wurde, was gut geklappt hat. Das würde ich auf jeden Fall empfehlen, wer so ein bisschen Geld übrig hat, da in eine Facebook-Anzeige zu investieren, die aber sehr gut überlegt und durchdacht sein muss. Buchtrailer nehmen immer mehr an Beliebtheit zu. Buchtrailer zu erstellen wird sicherlich auch so in den nächsten Jahren immer einfacher werden, weil es immer mehr Software kostenlos geben wird. Momentan ist das noch nicht so der Fall, da muss man sich meistens noch ein bisschen behelfen oder kreativ werden. Der Effekt von Buchtrailern ist sehr umstritten. Die meisten sind der Meinung, dass Buchtrailer keinen großen Effekt auf den Verkauf von Büchern haben. Ich sehe das ähnlich, es ist mehr eine Markenstärkung, eine Reichweitenerweiterung, dass man einfach so ein bisschen präsent ist und auch halt visuell irgendwie präsent ist. Richtig viel verkaufen tut man mit einem Buchtrailer nicht oder sehr selten zumindest. Man kann, wenn man Lust hat, sich damit zu beschäftigen, kann man das machen. Und wenn man gerne einfach irgendwie ein Video von seinem Buch haben will, dann macht man das halt. Tatsächlich sehr viele Verkäufe gibt es selten. Wenn ihr in meinem Blog treu bleibt, werdet ihr in einigen Monaten einen Bericht über so eine Geschichte, eine Erfolgsgeschichte sehen, die sehr außergewöhnlich ist. Da schaut also gerne mal demnächst vorbei. Ansonsten ist normalerweise Buchtrailer eher so ein nice to have, aber muss man nicht machen. Vorab Exemplare und Testleser. Fast jeder Schriftsteller, den ich kenne, hat irgendwelche Testleser, die vorab Exemplare bekommen, um die durchzulesen und auch ihr Feedback zu geben. Und meiner Erfahrung nach ist das sehr, sehr wertvoll, solche Menschen zu haben, weil sie einen in der Regel unterstützen bei der Vermarktung der Bücher und sie auch natürlich in der Lage sind, gleich am Erscheinungstag eine authentische Rezension hochzuladen, weil sie das Buch halt schon vorab gelesen haben. Das ist eine Marketingmaßnahme, die ich sehr schätze, die ich sehr gut finde, die ich weiterempfehlen kann. Ich persönlich arbeite sehr gerne mit Testlesern zusammen und bin immer froh, dass ich mir so ein paar Leute da immer pro Projekt ins Boot holen kann, die mir helfen, die Geschichte auch besser zu machen und auch am Tag der Erscheinung dann wirklich eine Rezension schreiben. Das ist immer ganz praktisch und schön. Und wenn das dann zufällig noch Blogger sind, ist es natürlich noch umso besser. Muss man aber nicht haben. Hauptsache, man hat ein paar Leute, denen man vertrauen kann und die einem tolles Feedback geben. Auch konstruktives Feedback, wo die Geschichte noch die Schwächen hat, bevor man damit wirklich in die Welt dann rausläuft. So, das waren einfach mal so ein ganz paar gebrainstormte Marketingmöglichkeiten für Bücher. Wer das interessant fand, kann unten in der Beschreibung sich in meinen Newsletter eintragen. Dann bekommt ihr das automatisch in PDF-Form nochmal zugeschickt mit sehr viel ausführlicher und mit ein paar Beispielen und so weiter. Wer Lust hat, trägt sich einfach unten in meinen Newsletter. Der kommt sowieso nicht sehr häufig, also entweder ihr tragt euch gleich wieder aus, ist mir auch egal, oder ihr bleibt halt drin, denn dort gibt es immer die besten Informationen von allen überhaupt, finde ich zumindest. Und auch öfter mal ein paar, ja, Goodies, die für meine Helden einfach was Besonderes. Das kann ich euch auf jeden Fall schon mal unten verlinken. Ich hoffe, dass diese Auflistung an Marketingmöglichkeiten euch so einen kleinen
kleine Inspiration vielleicht gegeben hat, was ihr noch machen könnt. Ich würde sehr gerne von denjenigen unter euch, die regelmäßig schreiben und veröffentlichen, mal hören, welche eure beste Marketingmöglichkeit oder Marketingmaßnahme bisher war, was den größten Effekt von allen hatte. Und diejenigen von euch, die noch kein Buch geschrieben haben, können stattdessen mal überlegen, was für Marketingmöglichkeiten ihnen noch einfallen. Vielleicht könnt ihr das ja auch mal unten in die Kommentare schreiben, einfach gebrainstormt, was man noch machen kann, damit sein Buch bekannt wird. Ich habe mich jetzt nur auf Online-Sachen beschränkt. Natürlich kann man auch Pressemitteilungen schreiben und so weiter. Lasst einfach eurer Fantasie freien Lauf und lasst uns an euren Gedanken teilhaben. Die Kommentarsektion wartet auf euch. Ich warte auf euch nächste Woche Dienstag. Ich hoffe, dass ihr eine ganz tolle Woche habt. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr bei meinem anderen Kanal vorbeischauen. Da schreibe ich nicht, sondern mache ich jede Woche einen Vlog aus meinem Autorenleben. Wenn ihr euch also dafür interessiert, schaut gerne mal vorbei. Ansonsten sehen wir uns vielleicht nächste Woche. Macht es gut, bis dann. Tschüss.